Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Apollon Total War Online Battle von mir. Diesmal zu der Sicht von Johannes von Bonn aus der letzten Schlacht. Ja, ich habe euch da versprochen, dass ich jetzt eine Sicht zeige. Jetzt kommen wir dazu. Wir gucken uns heute die Sicht der Osmanen an, quasi gegen die Schweden. Also eine interessante Konstellation. Osmanen gegen Schweden, nicht häufig gesehen. Gehen wir mal rüber, gucken wir uns mal an, was hat er denn dabei? Wir sehen es ja gerade sehr gut. Ja, die Osmanen sind eigentlich mehr darauf konzipiert, auf Nahkampf zu gehen, das habe ich eigentlich so gelernt. Und gerade das hat auch Johannes von Bonn vorgehabt. Fangen wir erstmal mit seiner Linieninfanterie an, die er mit dabei hat. Davon hat er insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück mit dabei. Oder nee, nur 5 Stück. Nisa im Chat Infanterie, alles Level 3. Zweimal Nisa im Chat leichte Infanterie, also halt leichte Infanterie, wie man es halt kennt. Dann hat er hier zweimal Bajibozhuk. Und ich glaube hier drüben auch nochmal zweimal, oder nee, nur einmal Bajibozhuk. Hier sieht man nochmal Nisa im Chat leichte Infanterie. Zweimal Cemadyanichan Infanterie, das sind alles Nahkämpfer. Bajibozhuk und Cemadyanichan sind Nahkämpfer. Die Bajibozhuk eher so wie bei Rome Total War eigentlich vergleichbar mit Bauerneinheiten, kosten wenig, reichen aus. Und sollten eigentlich als Mietschild fungieren. Hingegen die Cemadyanichan teilen ordentlich aus. Die haben was drauf. Gut, kommen wir mal zur Kavallerie, da hat er auch ordentlich was mit dabei. Einmal Silatar Garde, das ist die beste Kavallerie von ihnen, mit Speeren natürlich, wie man schön sieht. Die kann ordentlich austeilen. Einmal berittene Nisa im Chadet, das sind berittene Schützen der Osmanen. Zu seiner linken Flanke sehen wir hier auch nochmal die Silatar Garde, die Deli-Reiterei, die auch ordentlich austeilen kann. Und noch zweimal Nisa im Chadet Kavallerie. Sein General ist, glaube ich, ein historischer gewesen, genau, Ibrahim Pascha. Es ist natürlich für die Moral wesentlich besser, wenn man einen historischen mit dabei hat. Und deswegen hat er ihn auch eingesetzt, glaube ich. Ich kann das nicht so genau erklären. Wenn ich Fehler mache, entschuldige ich mich bitte, dann berichte ich das ruhig in den Kommentaren. Gut, dann spulen wir hier ein bisschen vor, damit wir auch bald mal loslegen. Ja, man sieht, er zieht zuerst mal zurück, wollte dann Ruhe aufbauen. So, an seiner linken Flanke sitzt da dreimal Nisa im Chadet Infanterie hin und zweimal Nisa im Chadet leichte Infanterie. Auch in die Doktrin der leichten Infanterie schön hingestellt. Also in die Formation der leichten Infanterie, nicht Doktrin, bin ich dann völlig bekloppt. Hat gar nichts damit zu tun. An seiner rechten Flanke sehen wir dreimal Bajibozhuk, einmal Cemadyanichan und einmal Nisa im Chadet leichte Infanterie. Und hier drüben in seiner Linken nochmal Cemadyanichan, die nochmal im Hintergrund stehen. An seiner linken Flanke stehen dann zweimal berittene Nisa im Chadet und einmal Deli-Reiterei. An seiner rechten Flanke zweimal Silatar Garde und einmal berittene Nisa im Chadet. Sein General steht auch an der rechten Flanke. Und neben seiner leichten Infanterie ist auch noch zweimal Linieninfanterie der Nisa im Chadet mit dabei. Also eine gute Armee. Und jetzt gucken wir uns mal die Armee der Schweden an, die sich ja ihm entgegenstellt. Gut, wir sehen hier eine ziemlich eigenartige Konstellation an Aufstellung, da werde ich jetzt mal von links nach rechts aufzählen. Wir sehen hier Leibgarde zu Ross zweimal, zweimal Husaren, hier hinten noch einmal berittene Jäger. An seiner linken Flanke sind einmal Leibgarde zu Fuß, einmal Linieninfanterie. Hier drüben nochmal Leibgarde zu Fuß, dann nochmal Leibgarde zu Fuß und nochmal Leibgarde zu Fuß. Sein General ist nicht historisch und steht im Zentrum dahinter. An seiner jetzt vom Zentrum aus bewegt. Überwiegend nur Linieninfanterie wahrscheinlich. Ja, nur Linieninfanterie. Leibgarde zu Ross noch einmal. Und einmal Husaren. Im Wald weiß ich nicht, was er hat. Ich glaube nichts. So, marschieren wir. Er marschiert jetzt hier auch gleich vorwärts. Wir müssen es eigentlich sehen, glaube ich. Spuren wir ein bisschen vor. Das ist immer dieses anfängliche Geplänkel. So, hier sieht man jetzt, dass er vormarschiert. Wir sehen auch wohin. Und zwar hier rüber. Und einmal hier, also direkt zu den Hügeln, war ja auch logisch, dass man sich die schnappt. Verschafft er nur Vorteile. Die waren natürlich sehr entscheidend. Gut. Er lässt sich auch Zeit, glaube ich, oder rennt er? Nö, er lässt sich Zeit. Anders wie ich bin ja gerannt. Da sich mein Gegner ja auch mehr darauf konzipiert hat, zu rennen. So. Hier ist nicht viel los. Ups, wollte ich gar nicht machen. So, wir sehen, wo es jetzt hingeht. Die Kavallerie geht ins Zentrum dazu.
Hier drüben geht es zuerst drauf los, denn hier befinden sich Husaren von den Schweden, die einfach mal vormarschiert sind, was eigentlich wie ein gefundenes Fressen ist. Deswegen marschiert er jetzt hier auch direkt drauf zu. Wenn jetzt hier gleich steht, kann er eigentlich darauf direkt schießen. Die Kavallerie hier drüben steht auch schon ziemlich sicher. Noch kommt hier nichts. Jetzt schickt er seine Bajibozhuk vor, weiter, einfach als Mietschild, dahinter seine Chemadianichan und seine Nisa im Schild leichte Infanterie, dann noch die leichte, die gewöhnliche Infanterie, die Kavallerie steht auch bereit. Sein General ist auch noch mal eher hinter seiner rechten Flanke, doch jetzt gerade, glaube ich, hier bleibt auch hinter der rechten. So, jetzt kommen wir auch, glaube ich, auf Normalspeed gehen. Hier drüben schleicht sich einmal Leibgarde zu Ross vorbei von den Schweden. Das ist gar nicht mal so dumm gewesen von dem Schweden. Doch damit hat Johannes von Bonn natürlich gerechnet und hat hier Briten in dieser Enchanted aufgestellt, die ordentlich dezimieren werden. Die leichte Infanterie hat schon mal ein bisschen auf die Husaren geschossen, was natürlich nicht gut ist für ihn. Jetzt charge er auch noch vorwärts, was noch schlimmer ist. Jetzt schießt er mal gleich seine leichte Infanterie mit rein und seine seine Infanterie hat schon geschossen, seine Linieninfanterie schießt er mal rein. Er geht ins Karree und zieht seine leichte Infanterie zurück. Bevor sie wirklich ernsthaft gefährlich werden konnten, sind sie schon geflohen, was ein sehr gutes Manöver war. Wirklich sehr gut. Hier drüben marschiert die Kavallerie auch vorwärts, wird erstmal niedergeschossen von ihm. Die Briten in Niger haben ja auch nochmal eine schöne Salve abgegeben auf seine Infanterie der Bajibozhuk, jetzt hier sich schön positioniert haben. Die marschieren jetzt auch gleich vorwärts und kämpfen hier im Nahkampf gegen die Husaren und auch gegen die Briten in Niger, da sind sie, glaube ich, im Vorteil sogar. Die Chemadianichan stehen bereit, um im Notfall nochmal einzugreifen. Die Kavallerie ist jetzt hier schon geflohen, die Husaren. Hier drüben die berittenen Jäger werden auch fertig gemacht durch die Bajibozhuk. Ja, hier hinten waren ganz schöne Salven dazu gekommen, aber im Endeffekt ein sehr gutes Manöver. War auch sehr geordnet. Muss ihm lassen, als wenn er das auswendig gelernt hatte. Mittlerweile hat hier der Schwede seine Leibgarde zu Ross vergessen. Das nutzt natürlich der Johannes von Bonn aus, denn bei ihm darf man nichts vergessen, nichts falsch machen. Das ist ein Todesurteil für dich, wenn du dies tust. Ja, er nutzt das gleich aus und man sieht hier, Leibgarde zu Ross steht nur sinnlos rum und er wird sie gleich niederschießen. Hier drüben werden die Bajibozhuk jetzt unterstützt, oder? Nee, werden sie nicht. Hier kommt jetzt der Nahkampf zustande. Die Bajibozhuk chargen vorwärts. Hier durch den Wald war ein sehr gutes Manöver. Die Nisa im Chat leichte Infanterie zieht auch nochmal dazu. Die Chemadianichan gehen langsamen Fußes vorwärts. Die Infanterie wird auch vorwärts bewegt. Die Bajibozhuk haben hier die Briten ja gut aufhalten können. Und das machen sie sehr gut. Hier fliehen jetzt die Bajibozhuk, war ja auch kein Problem. Hier drüben hingegen kommen sie noch im Nahkampf locker rein und machen hier locker die Leibgarde zu Fuß fertig. Wahrscheinlich. Hier drüben, wie ich erwähnt habe, kommen jetzt die ordentlichen Salven an und werden jetzt hier schön die Einheit niederschießen, weil er es nicht bemerkt. Das war sehr gut gemacht von Johannes von Bonn. Auch hier marschiert die Linie weiter vorwärts, um weiter zu agieren. Die Bajibozhuk hauen hier ordentlich rein, doch die Moral ist gleich verschwunden. Und man sieht hier, die Armee der Schweden, also die Einheit der Schweden wurde schon leicht dezimiert. Momentan denkt man erst so, ach, das ist kein Problem, was hier gerade läuft. Doch er teilt hier gut aus. Hier ist er leider zu spät, also besser gesagt gar nicht ins Karriere gegangen gegen die Briten Jäger, aber das ist kein Problem weiter. Die Briten in Schützen schießen es einfach alles nieder. Also die Briten Nisa im Chat, die leichte Infanterie der Nisa im Chat ist auch schon da. Jetzt kommen die Chemadianichan im Nahkampf gegen die feindliche Leibgarde zu Fuß. Und bevor diese überhaupt einen effektiven Charge machen können, also selber abgeben können, das ist sehr schlecht für ihn. Jetzt im Nahkampf werden die Schweden einfach niedergeschlachtet, da haben sie keine Chance. Hier drüben schießt Nisa im Shadow einfach schön weiter auf die Linieninfanterie des Feindes, die ja gar nichts tut. Die Kavallerie scheint hier schon besiegt zu sein, ja, das ist er. Hat er mal Schwein gehabt, also hat er die Schwein gehabt, hat er gut fertig gemacht. Hier drüben machen die Chemadianichan die leichte Infanterie locker fertig. Also, das ist schon Leibgarde zu Fuß. Wird hier einfach fertig gemacht. Jetzt kommt hier die Silatar-Garde und gibt nochmal einen heftigen Charge auf die Leibgarde zu Fuß. Und das haut nochmal ordentlich rein. Hier wird hier ordentlich dezimiert durch diesen einen Charge. Die Nisa im Chadet Infanterie steht auch schon bereit. Und die leichte Nisa im Chadet Infanterie genauso. Die Chemadianichan haben jetzt hier den Trupp aufgerieben, werden auch gleich weiter marschieren auf die Leibgarde zu Fuß hier drüben. Und metzeln sich hier durch. Die leichte Infanterie der Nisa im Chalet hier reiben schön weiter einfach auf, müssen nicht wirklich viel tun. Die Schweden werden hier einfach niedergeschossen, weil er ja nichts tut. Was ein großer Fehler ist, würde ich sagen. Also da sterben viele.
So, die Nisa im, die Chima den Chan machen hier noch ein paar Verluste durch den Salvenbeschuss, aber chargen jetzt hier die Leibgarde zu Fuß, die auch nochmal gecharged ist. Doch im Endeffekt sind die Chima den Chan doch noch im Vorteil, glaube ich, oder? Na, 60 Mann gegen 140 ist doch noch eher fragwürdig. Doch die Chima den Chan sind eher darauf ausgelegt, im Nahkampf zu kämpfen, haben deswegen einen eindeutigen Vorteil. Doch jetzt fliehen diese Schade eigentlich. Hätten sie länger durchgehalten, hätten sie mehr getötet. Schade, schade. Hier wird einfach alles niedergeschossen. Hier drüben kommt es auch mal zum Nahkampf zwischen Kavallerie und Lisa im Shaded Infanterie. Auch Baji Bojo kam sich hier nochmal untergejubelt. Die Kavallerie und die Infanterie hier drüben machen die Kavallerie hier fertig. Die Briten und Lisa im Shaded geben auch gleich nochmal eine Salve ab. Hier auf der Flanke sieht es alles sehr chaotisch aus. Hier drüben ist eigentlich eher so ein Stellungskampf. Und die Lisa im Shaded leichte Infanterie hat die schon ordentlich dezimiert und kommt jetzt weiter zum Einsatz natürlich. Die Nisa im Chatted Infanterie zieht sich jetzt auch weiter vor und wollte hier nochmal unterstützen. Die Kavallerie ist auch noch bereit, um hier weiter zu agieren. Ja, hier drüben wird die Leibgarde zu Ost sehr wahrscheinlich fertig gemacht. Die hat hier schlechte Karten gegen die Nisa im Chatted Infanterie. Die berittenen Schützen hat er hier erstmal umfungiert als gewöhnliche Schützeneinheit. War auch gar nicht mal so schlecht, die konnte man noch gut einsetzen. Hat sich auch noch jetzt relativ gut bewährt. Jetzt kommt nochmal ein Charge. Da er nicht ins Karree gegangen ist, konnte er hier die Linieninfanterie eigentlich locker wegballern. War kein Problem. So, in diesem Chat leichte Infanterie, zerschießt weiter schön die Linieninfanterie, was sehr gut ist. Hier drüben ist eine eigenartige Formation entstanden, die nicht so gut für ihn ist. Die Chima und die Chan hier drüben stehen noch bereit, kommen aber noch nicht zum Einsatz. Die Linieninfanterie hier drüben schießt auch schon bereits. Und der Trupp hier drüben flieht sogar, gegen den er geschossen hat, hat kaum eine Chance gehabt. Ja, hier drüben schießen Lisa im Schild leichte Infanteristen auch weiter. Die Leibgarde zu Fuß arbeitet hier auch gut weiter. Hier wird die Kavallerie, arbeitet die Kavallerie sehr gut durch und macht auch die feindliche Infanterie fertig. Hier zeigt sich wieder die Stärke der Silata-Garde und die Effektivität gegenüber Infanterie. Hier wird die Linieninfanterie komplett vernichtet. Hier kommen nochmal zu berittenen Lisa im Schild der Generalstab dazu. Jetzt hier unterstützen wollte. Der hier schießt der Trupp Lisa im Schild Infanterie weiter. Hier kommt nochmal berittene Lisa im Shaded Kavallerie, charge nochmal schön die Leibgarde zu Fuß, was auch sehr gut für ihn ist. Hier drüben wird durch die Deli-Reiterei nochmal Linieninfanterie fertig gemacht. Die leichte Infanterie und auch die ganz gewöhnliche Lisa im Shaded Infanterie macht ordentlich Damage. Jetzt ist der General der Schweden gestorben, was natürlich nicht gerade gut ist für die Moral und auch nicht gerade sehr prickelnd. Hier sieht man es ja, Ibrahim Pascha hat auch guten Durchhalt, hält noch locker durch, was nicht schlecht ist. Hier drüben die Leibgarde zu Fuß wird durch die Silata-Garde nicht fertig gemacht. Da muss die Nisa im Chat eigentlich nur ein paar Salven drauf abgeben. Der schwedische General hier drüben kämpft immer noch, aber wird auch gleich fliehen. Die Briten in Nisa im Chat kommen auch dann hier gleich zur Unterstützung mit dazu. Doch die Leibgarde zu Fuß konnte hier erstmal die Silata-Garde fertig machen. Hier drüben wird die Leibgarde zu Fuß hingegen von den Briten in Nisa im Chat fertig gemacht. Ein Charge der Deli-Reiterei kommt nochmal in den Rücken der Einheiten. Hier drüben wird die Infanterie weiter aufgegeben, sodass er sogar flieht. Die Chima den Chan haben wir auch wieder gut ausgeteilt. Im Endeffekt bleibt hier nicht mehr viel übrig. Hier drüben die Leibgarde zu Fuß wird komplett aufgerieben. Spuren wir weiter vor. Jetzt ist wirklich noch wieder dieses Einheiten aufsammeln und fertig machen. Jetzt flieht er hier, der Trupp. Hier drüben flieht er auch schon. Jetzt kommt die Linieninfanterie zurück, wird auch gleich wieder fliehen. Also alles in allem ein paar schöne Manöver. Na, komm. Kriegt aber noch, oder? Locker. Kavallerie charge nochmal rein, die Moral ist gleich weg. Jupp, die Moral ist weg. Jetzt müsste die Schlacht auch gleich vorbei sein. Hier hinten sieht man auch meine Schlacht ein bisschen. Die hier ganz schön abgeht. Oh, ist ein Lag, ey. Boah. Na gut, aber man sieht hier noch meine Schlacht. Ja, der glorreiche Sieg gehört uns bald. Hier drüben wurde nochmal Kavallerie fertig gemacht vom Feind. Doch sie hatte auch keine guten Karten gehabt. Das war, glaube ich, die Leibgarde zu Rost, die hier noch war. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition. Mittlerweile wollte eigentlich noch Johannes von Bonn sich neu formieren und mich unterstützen, doch dazu kam es dann nicht mehr, weil ich ja hier jetzt noch die Preußen fertig gemacht habe. Im Endeffekt waren mit unserem Gegner beide etwa gleichzeitig fertig, haben es auch recht spannend gemacht. Hier sieht man, der General ist gestorben. So. Jetzt ist die Schlacht vorbei, war eine schöne Schlacht. Ich möchte mich bei Johannes von Bonn für diese schöne Partnerarbeit nochmal bedanken. Ihr könnt seinen Kanal besuchen mit dem Link, der jetzt oben rechts erscheint von MPBW und oben, ja, oben links ist gar nichts, stimmt ja. Und nochmal in der Videobeschreibung steht auch mal der Link zu seinem Kanal drin. Ich hoffe, euch gefällt's. Gut. Einheitsstatistik von ihm können wir uns leider nicht angucken, wir sehen hier nur meine. Deswegen, naja.
gut, aber ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen. Ich verabschiede mich wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.